Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen LP Ace of Space. Wir treten meinem Spiel bei. Wir machen Team Deathmatch. Ich weiß nicht, wie lange das Let's Play dauern wird, ob es 3 Parts hat oder auch 20. Das werden wir dann sehen. Ich werde es jetzt erstmal spielen, weil ich ehrlich gesagt habe noch keine Lust, ab Terraria oder sowas anzufangen, weil ihr habt ja noch nicht abgestimmt. Da dachte ich mir, mach einfach mal ein paar Parts von Ace of Space, muss ja kein Dauerprojekt sein. Und woher kam das? Ich bin nicht der beste Spieler in Ace of Space, wenn ich mich aber eigen gespielt habe, bin ich ein richtig guter Sniper. Und dann versuchen wir einfach mal hier welche zu töten. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch. Und ich werde wahrscheinlich in der am Wochenende immer recht viel aufnehmen und in der Woche dann erstmal hochladen. Und wenn das dann recht schnell hochgeladen ist, dann kann ich auch noch ein paar Parts machen. Und den haben wir mit Headshot gegeben. So. Ich hoffe, das passt so alles mit dem Sound. Im nächsten Part mal ja den Sound an. Ich kann es nicht oft genug sagen, es tut mir leid, wenn kein Sound ist. Ich spiele halt immer ohne und dann manchmal vergesse ich das und dann mache ich das aber in den nächsten Parts. Ihr könnt auch mir sagen, wenn ich Hippie Beats machen soll, das mache ich dann gerne. Wow, von wo? Da ist einer, glaube ich, von denen. Wir haben ja einen schon gekillt. Alter, verdammt. Ich werde dann im nächsten Part mal den Zombie-Modus zeigen. Der Part wird so ungefähr 15 Minuten. Wenn ich da noch in der Runde bin, mache ich die dann zu Ende. Und dann ist gut für den Part. Und dann zeige ich euch im nächsten Part, wie schon gesagt, den Zombie-Modus. Ja. Das jetzt wäre alles im Spiel gesagt. Ich finde, das ist eine Mischung aus Brick Force, kennen sicher die meisten, und Minecraft. Und das ist eine richtig geile Mischung. Das Spiel macht mir von den Shootern, die ich bisher gespielt habe, echt am meisten Fun. Ist zwar nicht die mega Klassenauswahl, aber macht trotzdem Spaß, wenn man seine Klasse gefunden hat. Und ich bin ja richtig gut mit der Sniper. Müssen wir das Anschleichen noch ein bisschen trainieren. Aber sonst klappt alles ganz gut, wie ich finde. Ihr habt jetzt schon gesehen, ich habe schon einen gekillt. Mit dem Snipe. Ja, ich finde einfach, das Spiel macht echt Spaß. Also, und da haben wir den nächsten gekillt. Oh, da kommt der nächste aber wieder. Wow, von wo? What the fuck, von wo? Oh, wir sind gefangen erstmal. Oh, sorry, wenn ich im Gefecht manchmal nichts sage, da muss ich mich einfach konzentrieren. Wir wollten ja nicht drauf gehen. Wow. Ich versuche mich hier auf. Verdammt, verdammt. Das war's, das war klar. Ey, diese Laserwaffen sind ja super powered, aber ich spiele immer mit der normalen Sniper. Sorry, wenn meine Stimme manchmal ganz schlecht ist. Ich weiß auch nicht warum. Meine Stimmbänder sind schon überlastet. Wahrscheinlich immer, weil ich ohne Punkt und Komma am Stück labere, auch am Tag. Ja, und jetzt werden wir mal für. Also mit Steuerung kann man schleichen, hier ist es sneaken. Und mit der, ich weiß, Shift-Taste ist das, glaube ich, ich weiß nicht, welche das ist, die mit dem feiner Omo, ihr die Buchstaben groß machen könnt. Mit der Taste kann man rennen. Mit rechts, die kann man bei der Sniper zoomen und mit Linksklick schießen und dann wurde ich getötet. Ganz erfolgreich, egal. Ich habe ja euch schon gesagt, ich bin nicht der Beste in dem Spiel. So. Ich kenne die Map hier. Das Problem bei neuen Maps ist halt, dass man erstmal seine gute Schussposition finden muss, wo man die Gegner ein bisschen ärgern kann.
Ja, und das versuchen wir zu erreichen. Hier in dieser Nische sieht, wenn ich mich sneake, keiner. Oder dürfte zumindest nicht. Da sagen wir so, er kann mich von, es sei denn, er steht da drin oder drüber, nicht treffen. Sorry. Und damit ist diese Runde schon vorbei und das gegnerische Team hat leider gewonnen. Und jetzt ist Map-Abstimmung. Wir nehmen Tokio, also ich stimme für Tokio Neon. Obwohl ich wieder Blockness, ich weiß jetzt nicht was. Tokio, ja egal. Blockness werden wir sicher noch sehen. Ja, ihr seht schon Kopfschüsse 103. Ich habe eigentlich so gut wie nur mit Sniper gespielt. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Der lädt da noch. Moment. Na komm. Na, geht es. Seht ihr? So, ihr könnt gerne mit mir spielen. Wir können uns dann vorab reden, wann wir zusammen spielen. Auch einmal zusammen aufnehmen. Ihr müsst ja in der Aufnahme dann nicht sprechen. Das könnt ihr dann für euch entscheiden. Mir würde es echt gefallen, wenn jemand sich meldet zum Spielen oder mit zum Aufnehmen. Das wäre echt toll. Ich versuche mit der Community zu interagieren. Aber wenn da keiner was schreibt, dann ist das ein bisschen schwer, oder? Die Map ist cool eigentlich. Oh, den habe ich verfehlt, den Bergarbeiter. Oh, bin ich gerade schlecht. Oh, bei bewegenden Gegnern bin ich nicht so gut. Aber im Nahkampf kann ich auch mit der Sniper einfach mal abknallen und den treffen. Also auch aus kurzer Distanz meine ich jetzt mit Nahkampf. Ich kann den schlecht so batschen, liebe Waffe. Genau, nach der Runde werde ich den Part beenden. Und dann werde ich noch einen aufnehmen und vielleicht noch einen und dann erstmal rendern und hochladen. Oder im Vorrat behalten und dann gucken, wann ich es hochlade. Nicht wundern, in der Woche werden wahrscheinlich eher weniger Parts kommen als am Wochenende. Wegen Schule ist klar, wir haben keine Ferien. Alter, ich treffe den nicht. Ah, aber er mich. Okay. Bisher noch gar keinen gekillt. Das ist natürlich supi. Ja. Und ich hoffe, 480p reicht euch. Ich will nämlich nicht höher stehen, weil dann dort hochladen und alles. Und ich finde, 480p reicht, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, eure Meinung. Mir würde es echt helfen mit Daumen hoch und Daumen runter, Kommentare und alles. Das würde mir sehr, 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 sehr viel helfen. Den Kanal unter mir, wie schon gesagt. Ja. Damit ich weiß, was euch stört oder ob es euch gefällt oder ob ne oder nicht. Boah, was habe ich denn gerade? Oh Gott. Alter, ich fühle mich gemobbt. Hey, wir sind gerade in der Aufnahme, Leute. Ihr seid auf YouTube. Was sagt ihr dazu? Sneaky, Sneaker. Alter, das war sehr dumm, Johannes. Sehr, 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 sehr dumm. So, wir gucken hier. Ihr könnt mir auch gerne Fragen zu dem Spiel stellen, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. Steuerung, Schwierigkeiten oder irgendwas. Ich kann euch Steam aber auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ihr könnt auch mit Paysafe-Karten bezahlen oder mit Sofortüberweisung. Paysafe-Karten gibt's. In Netto auf jeden Fall und woanders weiß ich nicht. Müsst ihr dann selber gucken. Es gibt unendlich viele Zahlungsmöglichkeiten bei Steam. Guckt da einfach nach und da gibt es richtig geile Spiele. Ihr müsst euch die nicht quacken. Die meisten gibt es bei Steam richtig billig. Also Terra spricht 10 Euro. Ich finde, das ist recht billig. Alter, den habe ich jetzt schon gegeben. Bams. Mein Ziel ist eigentlich in jeder Runde mindestens einen zu töten. Das habe ich bisher außer der Anfangsrunde, glaube ich, geschafft. Aber da müsste ich mich ja erstmal an die Steuerung gewöhnen.
Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die jeweiligen Spiele habt. Und wenn ja, gefällt es euch oder wollt ihr mit mir mal spielen, wie gesagt. Ich suche echt dringend einen, mit dem ich auch mal ein paar Togethers starten könnte. Ja, so viel dazu. Und ich bewache da die gegnerische Brücke. Und da ist ein Bergarbeiter und den habe ich gekillt. Ich nenne einfach Bergarbeiter. Bams, den habe ich eiskalt abgeknallt. Aus der Entfernung ist nicht schlecht, jemanden abzuknallen. Das ist auch nicht ohne vom Schwierigkeitsgrad her. Alter, wie ich hier überall runterfalle, ich Noob. Ihr wisst hoffentlich, dass Noob keine Beleidigung ist, sondern dass das einfach Anfänger. Weil manche wissen es wahrscheinlich nicht und ja. Also Noob ist keine richtige Beleidigung, das heißt einfach nur Anfänger. Auf Deutsch. Ja, und bisher läuft das Spiel echt flüssig, trotz Aufnahmen, das ist bei Shootern-Spielen meistens eher nicht der Fall bei mir. Alter, wenn ich den nicht gekillt kriege, na komm, du bist weg. Der hat mich bemerkt. Wow. Ha, jetzt habe ich ihn aber auch in den Hinterhalt gelockt. Bin da und ausgewichen mit Sneak. Mit dem Sneaken bin ich echt gut geworden. Wenn er meint, einfach auf uns wird mit der Bazooka uns abzuknallen zu müssen, kriegt er einfach mal eine gezierte Kugel in your face. In sein Face. Dann sieht er, wie hier der Hase langläuft. So. Wie gesagt, im nächsten Part werdet ihr Ton haben, keine Sorge. Und die Einstellung, ich kann ja mal. Ich kann jetzt einfach mal ein bisschen anmachen. Warte, ich glaube, ich kann doch. Ich hoffe, so geht. Ja, ich denke, so ist es ganz passend. Dann haben wir jetzt schon. Ja, dann lassen wir dazwischen weiter tauschen. Dann haben wir jetzt schon einen Spielsound. Wenn wir dazwischen weiter, meine ich natürlich den Endgame-Charakter. Es kann sein, dass Ace of Base erstmal ein Kurzprojekt wird und vielleicht irgendwann später nochmal ein Langzeitprojekt. Ich wollte es jetzt schon einfach Lust drauf, das aufzunehmen. Und, ja. Mir gibt es dazu nichts zu sagen. Laber immer ganz viel, ich weiß. Das kurz mal. Als ich mich abknallen oder was? Oh, das gehört halt zu meinem Charakter, dass ich ganz viel speake. Aber ich finde das gehört zu einem Let's Play dazu, auch wenn man eigentlich zu viel labern soll oder so. So. Ich glaube, ich sollte mich hier mal runter bewagen, weil irgendwie sehe ich da fallen, ab nach unten. Ja, ich denke, die Sorgeanstellung müssen wir passen. Ich werde noch ein paar Mal kurz reinhören. Aber wie gesagt, ich denke, das muss nicht passen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann das kommt. Ich denke, ich werde heute einen Partner reinhören und hochladen, wenn das zeitlich noch hinkommt. Wenn nicht, dann werde ich den morgen hochladen oder rennen. Ich habe ja noch ganz viele Parts von Starbound auf Vorrat. Ihr seht, ich tue am Wochenende mal recht viel für den Kanal, und dass ich auch was in der Woche habe, falls ich dann keinen Bock habe aufzunehmen. Ja, und weil ich auch gerade Lust auf Aufnehmen habe. Aufs Aufnehmen. Bams! Ach, wir haben uns gegenseitig gekillt. Geil! Nee, ich habe einen anderen gekillt. Aber trotzdem, gerade als ich ihn abgeknallt habe, hat mich jemand abgeknallt. Ihr seht, ich bin nicht der Schlechteste. Ich bin da. Ihr rechnet damit. Ist doch ganz gut. Wie gesagt, ich bin nicht der Schlechteste in Ace of Space, aber auch nicht der Beste. Ich habe das Spiel noch nicht wirklich lange. Ich hab's, glaube ich, jetzt so 2-3 Stunden gespielt. Das ist. Es geht.
Und da kann man nicht direkt der Oberpro sein, auch wenn es viele gibt, die diese Eigenschaft haben. Ich zähle dazu nicht. Ich muss es mir immer nach jahrelangem Training angewöhnen und dann wieder Ewigkeiten nicht spielen und dann wieder abfallen. Das ist bei mir so. What is it? Meine Oma ist gerade im Spiel, doch nicht im Real, falls ihr das jetzt denkt. Oh, jetzt hätte ich fast meinen Mitspieler abgeknallt. Wow, da ist. Einer. Der meint mich abschlasern zu müssen. Aber da hat er sich wohl gelasert. Haha. Alter. Den habe ich erst zu spielen. Ja, mit Kammer kann man die Klasse wechseln. Und jetzt spawnen wir gleich wieder. So, wir sind gespawnt. Und ich werde hier einfach mal eine Tretmine platzieren, auch wenn ich nichts bringen wird. Und wie gesagt, im nächsten Part zeige ich euch mal den Zombie-Mode. Das finde ich eigentlich ganz nice. Wow, da ist eine Bombe. Raus hier. Bam. Wow. Von wo? Hat sich vielleicht durch den Aufprall gefühlt. Oh Gott. Ich glaube, ich kann es wagen, nach vorne zu sprinten. Sorry, ich muss mich gerade konzentrieren, weil ich will nicht so oft sterben. Versuche nicht so oft zu sterben. Ich habe dann Safe übrigens beendet. Ich bin im siebten Part gestorben, weil mich Monster gekillt haben. Das war den meisten jetzt wahrscheinlich ein Spoiler, aber kann sich ja trotzdem angucken, finde ich. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr längere Parts sehen wollt oder ob das für euch ganz gut ist. Und da habe ich den mit. Nein, Headshot weggesnipert. Von wo? Von da. Oh Mist, verfehlt. Ah. Ich treffe dich noch. Yes, Headshot. Headshot ist jetzt auch nicht so eine Meisterleistung, weil die wenig vor so große Schäden haben. Alter. So, hier werde ich das einfach so ein bisschen im Auge behalten. Ich finde das Spiel von der Grafik, oh ja, von hinten, im Ernst. Ja, von hinten. Vom Grafikstil her halt echt gut. Und wir sind hier Fünfter. Das ist ein gut, finde ich. Take up down. Verdammt, ich bin so ein Noob. Ihr könnt gerne nur zu mir sagen, das bin ich auch, aber keine richtigen Beleidigungen. Weil das ist einfach doof. Wir machen für euch Videos und dann wollen wir nicht beleidigt werden. Okay. Die Leben ist auf Ärger. Ja, welches Team führt denn eigentlich? Ich glaube unser. Keine Ahnung. Okay. Nein, von den Schüttern kriegt ich meistens am wenigsten. Vielleicht kommt auch noch ein Terraria Let's Play, aber selbst Spiele würde ich lieber mit jemandem machen und ich habe zurzeit keinen, der Lust drauf hätte. Deswegen würde ich mich freuen, wenn einer von euch sich melden würde. Es kommt auch entscheiden, welches wir machen zusammen. Ich finde, wir können auch mehrere machen, also je nachdem, wer Lust und Laune hat. Aber nicht so viele gleichzeitig, also maximal 3 gleichzeitig, denke ich. Wow, da. Böse Bombe. Bombe. Dann gehen wir mal hier. Wow, verdammt. Ah, wir sind nach oben.
In der Oberfläche, aber nach dem Part muss man was kurz was trinken. Noch eine Minute. Dann beende ich den Part und am nächsten muss man den Zombie-Mode. So. 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 Warum nenne ich mich einfach nicht mal so in einem Spiel? Oh Gott, in den letzten Sekunden noch gestorben, fällt. Aber es läuft echt überraschend flüssig. Also ich spiele die Spiele am meisten, wie gesagt, über Steam. Da habe ich schon hier ein Pier, kaufe ich den PlaySafe-Karten. Als nächstes möchte ich mir noch Portal 2, Evoland und 7 Days to Die noch kaufen. Danach, welches Team hat gewonnen? Das ist egal, weil ich werde eh rausgehen. Unser Team hat gewonnen. Jetzt haben wir Leveln Card in verschiedenen Punkten auf. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Let's Play gehen wird. Vielleicht 3 Parts, vielleicht 10 Parts, vielleicht 50 Parts. Wir werden sehen, wie ich Bock habe. Vielleicht wird das auch so nehmen, vielleicht dass immer nur pro Woche ein Part kommt. Wir werden sehen. Wie gesagt, wie ich Lust habe, wie ihr Lust habt. Und ich gehe zum Hauptmenü zurück. So, das war's für den ersten Mal von Ace of Space Battle Builder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.